Der SC Tegeler Forst lädt zum alljährlichen Run and Bike. Und obwohl dieser endlich wieder die erste größere Laufveranstaltung für den Verein ist, ist durch die gegebenen Umstände so einiges anders als die letzten Jahre. Ja, wir freuen uns einfach, auch mal wieder eine Laufveranstaltung machen zu können, weil es immer noch mal ein ganz anderes Gefühl ist. Da haben alle eigentlich drauf gewartet, dass wir wieder offiziell was machen können. Mit anderen zusammen, sich gegenseitig zu pushen, Spaß zu haben. Ja, also helft uns bitte, achtet auf die Abstände. Vor allem sind das die neuen Hygieneregeln, die es zu beachten gibt. So muss im Start- und Zielbereich Maske getragen werden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer starten dann ohne Maske in 12er-Gruppen, die von den Veranstaltern vorgegeben wurden. Zudem sind keine Zuschauer anwesend und es wird keine Siegerehrung geben. Aber schon beim Eingang wurde auf die Abstände hingewiesen. Die Leute haben sich alle super daran gehalten. Da müssen wir alle mit leben. Wir müssen Abstand halten und wollen Abstand halten und tun das. Ich finde es prima, speziell in der Startaufstellung, wie toll sich die Leute daran gehalten haben. Es hängt von jedem selber dann natürlich auch ab, wie er damit umzugehen hat. Doch das soll den teilnehmenden Teams keinesfalls den Spaß nehmen. Denn das Event ist beliebter denn je. Über 100 Teams aus 9 Bundesländern sind am Start. Und nach dem Startschuss geht es dann für sie entweder 10,5, 21 oder 40 Kilometer durch den Wald. Immer zu Fuß oder auf dem Fahrrad, denn gewechselt werden darf zu jeder Zeit. Und jedes Team scheint so seine ganz eigene Strategie zu haben. Wir dachten so jeder so 4-5 Minuten und haben wir auch so gut wie beibehalten. Ja, wir haben uns vorgenommen, jeden Kilometer zu wechseln. Einfach um die Belastung für den Einzelnen in der Zeit so kurz wie möglich zu halten. Ich habe auch bei den anderen beobachtet, dass sie tatsächlich sogar noch schneller gewechselt haben, teilweise als wir. Zusätzlich zum analogen Run and Bike findet dieses Jahr erstmals ein virtuelles Event statt. Dafür könnt ihr euch noch bis zum 25.09. melden. Zusammen mit den bisherigen Anmeldungen bedeutet dies ein neuer Teilnehmerrekord. Virtuell heißt, ihr sucht euch eure Strecke raus. Die Streckenlänge wird von uns vorgegeben. Ihr könnt laufen, wann und wo ihr wollt. Das Run and Bike war trotz der erschwerenden Umstände ein voller Erfolg. Und die Vorfreude steigt jetzt schon auf die nächsten Läufe, wenn der SC Tegeler Forst zum ersten Lauf der Sega-Serie lädt.